Servus miteinander. Wenn beim Hausbauer der Architekt und der Holzbauer früher miteinander reden, um Details abzustimmen, dann haben alle Beteiligten eine angenehme Bauphase. Und am Schluss haben wir einen zufriedenen Bauherr. Das Haus von der Anna und dem Johannes ist ja so ein Ergebnis von einem angenehmen Zimmerschaffen. Schauen Sie euch an. Kann rein, kann schauen. Wenn Bauer, dann in Holz. Das ist für uns von Anfang an klar gewesen. Da spielen Gedanken ein wie Nachhaltigkeit, Ökologie und regionales Denken. Aber auch das feine und angenehme Raumklima und Wohngefühl, das ein Holzhaus vermittelt. Ja, Anna, ich glaube, wir haben miteinander ein tolles Haus gemacht, oder? Einer der Hauptgründe, warum es toll war, ist das, weil relativ wenig Selbstverwirklichung vom Architekt stattgefunden hat. Durch das war sehr viel Platz für die Selbstverwirklichung von der Bauherrschaft. Ihr habt viele Wünsche hier, viele Ideen auch schon. Unsere Aufgabe war es eigentlich noch als Planer, das alles zum Zusammenführen und zum Umsetzen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Auch zusammen natürlich mit den Handwerkern. Und durch das, glaube ich, ist es eine sorgfältige Arbeit.